Willkommen zurück zu Mario Luigi Superstar Saga. Wir machen gar keine großen Umschweife, sondern begeben uns direkt zurück nach Bohnenland. Beziehungsweise ins richtige Bohnenland, wie soll ich es nennen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dorthin zurück, wo wir die nächsten Sternbohnenfragmente holen können. Im letzten Part haben wir jetzt ganze 2 Sternenfragmente bekommen. Es lag aber hauptsächlich daran, dass ich im Part davor so schöne Vorarbeit geleistet habe und wir auch das Schnellste geholt haben. Wobei, was heißt das Schnellste? Das Schnellste kommt definitiv jetzt. Denn da muss man wirklich fast gar nichts machen. Das ist richtig easy zu bekommen. Lass mich mal kurz überlegen, muss ich links oder rechts raus? Ich glaube, ich muss eher links raus. Wenn ich links rausgehe, bin ich, glaube ich, schneller da. Ich weiß natürlich, wo ich hin muss. Außerdem rechts sind diese nervigen Lakitus. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Oh nein, fuck. Hätte gehofft, vielleicht merkt's keiner, egal. Mal kurz umbringen. Geh weg. Oh mein Gott, das war wichtig, dass der mich jetzt angreifen musste. So, wir gehen hier hin. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass es hier irgendwann mal. Hier, irgend. Okay, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber egal. Gab's hier das nicht? Wo waren das? Lass mich mal kurz überlegen. Wo war das? Hier war das. Weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Aber das hier ist ein wesentlicher Bestandteil von den Sachen, die man erst jetzt machen kann. Eines der wichtigsten sogar. Denn in diesem Bereich findet man das nächste Sternbohnenfragment. Ah, viel zu viele Münzen. Und eine Lachbohne. Immerhin findet man mal ein bisschen was anderes. Dann wollen wir mal unser nächstes Fragment holen. Da gibt es nochmal einen Speicherpunkt. Brauchen wir diesmal aber nicht, weil es relativ unnötig ist. Bewerber für Pumpenassistenz, bitte eintreten. Gezeichnet Karl Auer. Okay. Scheint ein cooler. Ja, da haben wir sie ja, unsere Sternbohne. Oh Mann! Das ist. Für mich ist das vollkommen möglich. Okay. Oh, ich habe zu viel Wasser getrunken. Okay. Was geht da vor sich? Ist es wieder etwas, was nur Mario und Luigi lösen können? Hey, du siehst ein bisschen aggro aus, Kollege. Also wirklich, wo man hinsieht, nichts als Schlappschwänze. Ha, hereinspaziert. Ich bin der berühmte Modedesigner Karl Auer. Also sozusagen der Karl Lagerfeld des Bohnenlandes in dem Fall. Nice. Ihr kennt mich? Eigentlich nicht. Ihr kennt mich? Oh, ja, sehr, sicher. Ihr wollt euch also auch als Assistenten für das Pumpendesign bewerben? Wenn ihr eure Sache gut macht, bekommt ihr eine Belohnung. Diese exquisite Belohnung ist. Nice. Sternbohnenfragment. Eine Bohne, die vom Himmel gefallen ist. Oh ja, das machen wir. Hey, was gibt's da zu meckern? Nix, Mann. Na also, alles klar? Der Typ ist immer gleich so aggro, Mann. Da dürft ihr mir beim Pumpendesign helfen. Wenn ihr zügig arbeitet, seid ihr auch zügig fertig. Ich lehre euch während der Arbeit, wie ihr es macht. Erst trinkst du Wasser, bis du rund und prall bist. Wenn du voller Wasser bist, dann stellst du dich auf diese Fußabdrücke. Probier's mal aus. Mach mal, Mario. So. Oh, diese Musik ist so geil. Ding, 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 ding. Okay. Ich erkläre euch erstmal den Produktionsablauf. Der kann plötzlich übers Wasser laufen, geilster Typ Jesus oder was. Erst werden die Kleider gefärbt. Drückt B, um die Farb-Oms mit Wasser zu beschießen. Versucht es mal. Bam! Gefärbt. Die Farbe des Farb-Oms wird zur Farbe der Kleidung. Wenn ihr mehrere Farbums trefft, dann ist die Farbe des Stoffs eine Mischung der Farben. Merkt euch das gut. Und noch ein Punkt, wenn ihr einen Stoff falsch gefärbt habt,
Dann sagt es mir, ich kann euch jeden Stoff wieder bleichen. Okay. Wenn der Stoff gefärbt ist, wird er als nächstes gemustert. Jetzt schießt Wasser auf die Musterbombs. Hä? Um ein Muster auf den Stoff zu machen. Kariert. Das Muster des Musterbombs. Das wird das Muster der Kleidung. Die Muster der Musterbombs sind gestreift, gepunktet und kariert. Kapiert? Nebenbei, wenn ihr mehr als zwei Musterbombs trefft, gibt es immer ein Sternmuster. Merkt euch das, verstanden? Wenn das Muster fertig ist, entscheide ich, ob es zu meiner Bestellung passt. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jetzt brauche ich 4 Kleidungsstücke von euch, verstanden? Das machen wir. Soweit zur Erklärung und jetzt mit Volldampf an die erste Aufgabe. Die Farbe muss rot sein, aber das Muster ist egal. Das ist immer so eine ganz interessante Sache. Die Farben haben alle und die Muster auch. Die haben alle ihre ganz eigene Geschwindigkeit. Man muss perfekt aufeinander abpassen. Muster ist anscheinend scheißegal, hat er gesagt. Da knallen wir gleich alles drauf. Genau so, so muss es sein. Und jetzt das nächste. Gebt euch sein Face. Das ist richtig abgefuckt. Das nächste Muster ist: Ich brauche gelbe Kleider. Und macht sie kariert. Gelb ist das Langsamste. Das finde ich am schwersten zu erreichen. Aber irgendwann sind Rot und Blau so parallel, dass man das Gelbe perfekt erwischt. Gelb kariert, oder was? Kariert ist wieder ganz hinten, muss man warten. Ach stimmt, bei dem ist es ein bisschen was anderes. Oder war das Mittlere immer das Langsamste? Ich weiß es gerade nicht. Was denn? Ich hab sie gestreift statt kariert gemacht, ich Vollidiot. Bin ich gut. Richtig gut. So, es war gelb. Das ganz hinten. Ja, das mittlere ist immer das langsamste. Oh Mann, bin ich dumm. War einfach das falsche Muster rein. So, kariert. Also, zack. So, jetzt. Genau so, so muss es sein. Das nächste Muster ist Violett und Punktmuster. Ja, Violett ist logisch, da muss man ein bisschen färben, nämlich Rot und Blau. Wer sich ein bisschen in der Farbenthematik auskennt, wird wissen, dass es zusammen Violett ergibt. Gepunktet, hat er gesagt, oder? Oder? Nein, aber Punktmuster, okay. Ich musste nur noch mal schauen, ich war mir gerade unsicher. Das mache ich meistens so risky, aber es klappt. Genau so, so muss es sein. Was ist das letzte? Braun mit einem Sternmuster. Und braun ist sehr interessant, da muss man nämlich alle drei treffen. Und für Stern muss er auch alle drei. Also kann man instant draufhauen. Gut gemacht, ihr seid fertig. So, jetzt gib her. Dann bekommt ihr euch die versprochene Bonuslohn. Holt sie euch nebenan ab. Nice. Nummer 3. Man freut sich. Da fehlt nur noch eine. Hier habt ihr die komische Bohne. Wie versprochen. Oh yeah. Sternbohne. Noch eins. Richtig nice. Und wo das letzte ist, das ist eine sehr interessante Sache. Und dieses Fragment, das wird uns länger beschäftigen, weil ich das kombinieren will mit einer ganz bestimmten Sache, aber dazu kommen wir gleich erst. Ich muss gerade auch noch überlegen, wie kommt man da am schnellsten hin. Ich werde laufen, weil ich noch keine Röhren freigeschalten habe. Ich zeige euch zuerst mal kurz, wo das ist. Das ist da oben, oder? Ich dachte immer, das ist irgendwie im Sternschnuppenfeld oder so. Meine Fresse nochmal. Aber es ist nicht im Sternschnuppenfeld, es ist nur extrem an dem südlichen Bereich, der fast an Sternschnuppenfeld angrenzt, weil es halt so richtig behindert ist. Meine Fresse nochmal. Ich habe früher das ganze Sternschnuppenfeld abgesucht, Mann. Nix gefunden, war dann übel aggro, bis ich es dann irgendwann mal durch Zufall gefunden habe. Ihr werdet dann gleich sehen, wo es ist. Es ist eine sehr interessante Sache. So, es sollte hier sein. Hier gibt es auch eine ganz interessante Gegner, wie zum Beispiel dieser Gumbax. Mal kurz anspringen.
Ja, der hält das jetzt zwar aus, aber... Oh, ein Parakeim-Koopa haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Ach komm, es ist so knapp. Ist es wirklich nötig, dass du mich triffst? Geh weg. Kannst du nicht bitte eine Attacke machen, die ich auskontern kann? Nein, er muss die Attacke machen, die ich nicht kontern kann. Och Junge, please. Das ist doch so unnötig. Meine Fresse. Wow, das war sogar knapp. Ich hätte fast verschissen. Aber hier ist der Spaten. Und den muss man umrempeln. Und dann kommt man zu einem komplett neuen Bereich. Das ist ganz interessant. Was heißt neuer Bereich? Etwas, das man nie erwartet hätte. Vor allem, ganz interessant ist, weil es hier neue Viecher gibt. Neue Charaktere sozusagen. Das ist das letzte Ding. Ey, gib das mal her, bitte. Wir labern den mal an. Was hast du für ein Problem? Was ist los? Ihr Unwürdigen! Ihr wagt es, den Großmeister so einfach anzuquatschen? Ihr wollt euch jedoch nur einschmeicheln und seine Möglichkeit aufs Geld aus. Der Großmeister ist sehr beschäftigt. Mit euch zu reden, dafür hat er wirklich keine Zeit. Also zack, zack, verschwindet. Alter, halt's Maul, Mann. Was, die Sterne wurden in vier Zeilen zersplittert? Großmeister, hört gar nicht hin. Ihr müsst das gar nicht hören. Die beiden reden sowieso nur irgendwelches Zeug, um sich Geld zu erschwindeln. Oh ja, komm. Komm, ratz ihn so richtig weg, Mann. Nice, Mann. Du seid still. Moin. Was haben die für ein Problem? Oh ja, doch, der sieht ähnlich aus wie jemand, den wir schon mal gesehen haben. Das war wohl nicht so gut. Was ist mit meinem Gesicht? Ja. Könnt ihr euch erinnern? Wie, ich sehe der Witz, wenn Legende in Vino wäre, das ähnlich. Joscha, hier wisst ihr, ich bin der kleine Bruder von Invino Veritas. Geil. Mein Name ist Veni Vidi, ich bin der Bruder von Invino. Mit meinem Vermögen habe ich dieses Theater gebaut. Und Präsident des Yoshi-Fanclubs bin ich auch noch nebenbei. Dieses Theater ist ein Kino, das der Großmeister speziell für Yoshis gebaut hat. Also, was war noch das Thema? Aha, ich brauchte also unbedingt die Verzierung unserer Schautafel. Ja, schon. Ich meine, das ist der Erste, der sich mit sich reden lässt. Gut, na gut. Ich hatte das Teil erworben und dachte, es ist eine gute Dekoration, aber ihr könnt es ruhig haben. Nice. Das geht nicht, Großmeister Ehrenwerter. Junge, halt die Fresse und verpiss dich. Halt einfach dein scheiß Maul. Allerdings gibt es eine gewisse Tauschbedingung. Okay. Dieses Schild ist sozusagen das Aushängeschild meines Theaters. Bringt mir also etwas, mit dem ich dieses Schild verzieren kann. Etwas? Sollten das etwa die Neon-Eier sein? Genau, im Austausch für die 7 strahlenden Neon-Eier sollt ihr dieses Fragment erhalten. Erben? Das ist unmöglich. Zwei abgerissene Penner wie die schaffen das doch niemals. Alter, kannst du mal please dein Maul halten? Du bist ja der größte Spasti, den ich bis jetzt gesehen habe, Mann. Geh weg, komm. Verstanden, ihr beiden? Wenn die Yoshis einen Leckerbissen bekommen, dann legen sie angeblich Neoneier. Im Theater befinden sich 7 hungrige Yoshis. Findet Leckerbissen und gebt sie den Yoshis zu essen. Ihr bekommt Neoneier und die Yoshis werden satt. Ist doch wirklich eine tolle Sache. Oder etwa nicht? Erbener, tiefsinnig und großzügig seid ihr schon seit eh und je. Aber dann, ihr seid doch kein wahrer Kenner der Herzen der Yoshis. Ich stehe da nicht so blöd im Raum, dank dem Erhabenen nichts nutze. Halt die Schnauze. Da macht euch auf die Suche nach den Neoneiern und bringt sie so schnell wie möglich hier. Übrigens, in diesem Theater gibt es noch jemanden, der sich mit Neoneiern gut auskennt. Er weiß, was die Yoshis essen müssen, um Neoneier zu legen und wo man das entsprechende Futter findet. Vielleicht solltet ihr zunächst mit dieser Person reden. Das machen wir natürlich liebend gerne. Yoshi! Das ist also ein Kino. Die Yoshis sind so geil, Mann. Die haben sie echt gut hinbekommen, finde ich.
Die sehen richtig cool aus. Alle, die so schnaufen, die haben Hunger. Also dem müssen wir dann was zu fressen geben. Du siehst interessant aus. Wahrlich, ich bin Dr. Gelbsam, der Architekt, der dieses Theater konstruiert hat. Und wahrlich, ich bin der Bruder des intellektuellsten Intellektuellen von Bodenburg. Dann wirst du wohl was wissen, oder? Was? Was? Die Neoneier? Ihr habt erkannt, dass ich ein Neoneier-Fetischist bin? Dabei war das doch geheim. Genau, mal bin ich Architekt, mal Bruder eines Intellektuellen. Im Kern jedoch. Neoneier finde ich wunderbar. Fürwahr. Extrem geil. Was? Um Neoneier zu legen, müssen die Yoshis vorher etwas essen? Damit können nur die Obstbohnen gemeint sein. Das ist ein Obst, das im Boden vom Bodenland wächst und gedeiht. Wenn ihr Obstbohnen erntet und dann diese Obstbohnen an die Yoshis verfüttert, dann erhaltet ihr prächtige Neoneier von den Yoshis. Nice. Aber ehrlich gesagt, Obstbohnen habe ich noch nie gefunden in diesem Land. Scheiße. Jedoch, eines der Ergebnisse meiner bisherigen Forschungen ist, die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben, Karte. Ich habe sie schon in meinem Kopf. Es ist gut. Was, ihr wollt Obstbohnen finden und Yoshis damit füttern? Unglaublich. Na gut, dann lüften wir das Geheimnis. Die ungefähr in dieser Gegend dürfte es Obstbohnen geben, Karte, soll ich gehören. Ich werde ganz einfach auf eurer Karte die entsprechenden Stellen markieren. Jawohl. Richtig easy. 7 sind's, oder? Jo. Die 7 müssen wir finden. An den markierten Orten gibt es... An den markierten Stellen gibt es Orte, die von Stein... Wie von Stein oder Gras umgeben sind. An solchen Stellen sollten Obstbohnen im Boden vergraben sein. Um die Obstbohnen an die Oberfläche zu holen, grabt euch in den Boden ein und kommt wieder nach oben. So muss es funktionieren. Viel Erfolg! Ja, und da wir jetzt sozusagen durch ganz Bohnenland reisen müssen, um diese Obstbohnen zu finden, und ich das kombinieren will mit allen Secrets, die es gibt, da wir jetzt auch alle bekommen können, sage ich bis zum nächsten Mal bei Mario & Luigi Superstar Saga. Wir werden die Party beenden und ab dem nächsten Part geht es los mit der vollständigen Erkundung des Bohnenlandes. Es gibt nämlich extrem viele Secrets hier und die wollen wir alle finden. Und die werden wir auch alle finden. Bis zum nächsten Mal und ciao.